So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP Action! Auge des Sturms hat sich so langsam zu einem meiner Favoriten entwickelt, muss ich dazu gestehen. Seit diesen letzten paar Male, wo wir wirklich immer so unseren Blutelfenturm als favorisierten Angriffsziel ausgesucht haben, was auch bis jetzt immer ganz gut geklappt hat. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber einige Leuten waren das sogar wichtig, da mit ranzugehen und anzugreifen, was ich immer ziemlich unterstütze, wenn Leute da nicht nur solomäßig unterwegs sind, sondern auch ab und zu mal ein paar Leute mitkommen und versuchen da ein bisschen was auf der einen oder anderen Seite zu holen. Das finde ich geil. Spielen wir gegen Russen? Nein, das ist schon mal gut. Das heißt, verteidigungstechnisch wird auf jeden Fall was passieren, aber nicht allzu viel. Wenn sie da jetzt nicht allzu schnell unterwegs ist, sollte ich sie da eigentlich mit Unsichtbarkeit darüber bringen? Ich werde auf jeden Fall ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sie ist sogar selber in Camouflage gegangen, um hier ein bisschen, ja, die Taktik zu wahren. Finde ich gut. So, wir werden jetzt hier ein bisschen mithelfen. Und dann versuchen, gucken, ob wir hier vielleicht eventuell wieder hier unser favorisierten Angriffspunkt, den guten alten Blutelfentor, mal wieder zu unseren Gunsten drehen können. Das wäre witzig. Auf jeden Fall haben wir schon mal Teufelssätze-Ruine geholt. Massiv geil. Blutelfenturm haben die komplett verloren. Das heißt, sie sollten erstmal komplett ganz weit hier wieder hinten am Turm. Ja, genau. Da spawnen sie schon mal wieder. Das ist für uns nämlich insofern gut, als dass sie erstmal eine ganze Strecke zu laufen haben, bis sie erstmal hier an den einen oder anderen Punkt ankommen. Wir werden wahrscheinlich hier in der Situation den Blutelfenturm nicht komplett einnehmen. Aber was mir schon mal ganz gut gefällt, ist, dass auf der anderen Seite schon mal der Teufelshatcher-Punkt eingenommen wurde. Okay, sie haben die Flagge. Ja, gut. Gut, kann man machen. Aber das bringt ihnen erstmal nichts, wenn sie doch nicht mal irgendeinen Punkt haben, wo sie die Scheiße überhaupt abgeben können. Das wird wahrscheinlich hier der Blutelfenturm sein, den sie hier für sich beanspruchen werden. Es sieht wirklich so gerade so danach aus, dass hier wirklich jeder Vollidiot gerade steht. Ist für uns aber ziemlich unwichtig. Wir haben mindestens eine der zwei Punkte für uns eingenommen. Alles andere ist jetzt erstmal soweit scheißegal. Keiner wird wahrscheinlich in der Mitte sein und gleich die Flagge einnehmen. Noch besser für uns. Das heißt, irgendjemand muss jetzt da schnell hingehen und die Flagge holen. Ja, guck mal, noch nicht mal von den Gegnern ist da irgendeiner. Die sind komplett alle auf den Blutelfenturm fokussiert. Das ist jetzt unsere Chance, eben schnell dahin zu gehen und sich die Scheiße zu holen. Und dann eigentlich so in der guten alten Allianz-Manier einfach nur die Zeit totschlagen, bis wir genug Punkte haben, dass wir das Ganze exekuten können. Das wäre am besten so. Gut. Soll der Kollege nehmen? Mister, ich trage Stäbe als Waffen. Okay, kann man machen, wenn man Stäbe mag. Aber wir wollen mal nicht den Fetisch von manchen Leuten hinterfragen. Wir lassen es einfach mal so unkommentiert stehen. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir endlich mal ein Team haben, was einfach weiß, was hier zu tun ist. Nicht in der Mitte stehen und Leute klatschen. Das hat, guck mal, die Horde hat zwar die Flagge geholt, hat ihnen das aber letztendlich was gebracht? Nein, weil wir haben einen Punkt mehr. Wir haben sogar ein bisschen den Blutelfenturm angekitzelt und ein bisschen die Punkte stagniert. So haben sie erstmal gar nichts bekommen. Das macht es für uns umso einfacher, wirklich. Umso einfacher, hier gleich das ganze Spiel zu drehen. Ich hoffe es jedenfalls. Es kommt auf jeden Fall ziemlich viel Gegenwehr auf den Drehneiturm. Ich weiß gar nicht. Komme ich da raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Fuck. Gut. Wir werden erstmal einen taktischen Rückzug anstreben. Das ist so mit Abstand der besseren Ziele, die wir uns aussuchen sollten. Ich habe ziemlich viele Dots auf die Fresse. DR wird nämlich jetzt angegriffen. Und verschwinden sieht so danach aus, als ob ich das nicht mehr in der Zeit hinbekomme. So, ich kann ihn eben kurz hier den Buff einmal wegnehmen. Nee. Komm, komm. Ja, nein. Oh, das wäre so geil gewesen. Wäre ich da noch rausgekommen? Ich glaube nicht, ne? Die Dots hätten mich da noch zu Tode gefressen, ey. Scheiße. Aber gut, wir haben wenigstens angesagt, DR, dass da DR kommen. Und bei drei Leuten, ganz ehrlich, das kann man eben schnell mal weghauen. Oh, fuck. Aber okay, mindestens den Punkt zum Anzapfen werden sie auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allen Dingen, wir haben hier auf unserer Hälfte niemand, der da wirklich so bereit ist, da was zu machen. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Wir haben auf jeden Fall... Die Flagge bleibt auf jeden Fall gesichert. Das kann... Da steht schon jemand. Kollege Stabmann ist da wieder dran. Ah, jetzt warten wir mal ab. Wie wird das jetzt hier weitergehen? Ja, ja, der wird hier mit der Todes-Stunt-Show zu Tode gefickt. Aber zu zweit gegen drei... Das wird gefährlich. Ich werde mir aber auf jeden Fall versuchen, die Heilerin mal zu schnappen.
Solange Mr. Schurke da mit der mit unserer beschäftigt ist, versuche ich es mal aus der anderen Perspektive mal deren Heiler hier rauszuhauen. Weil sobald deren Heiler fällt, dauert das nicht mehr allzu lange und die sollten eigentlich auffallen. Ja, es sei denn, genau das passiert und wir werden jetzt hier als Target ausgewählt. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Ich kann den Schurken hier leider nicht wirklich lange... Oh, verdammt, ey. Ja, bald ist der Sieg da. Wobei, wir können auf den Punkt verzichten. Natürlich. Ich meine, wir sind punktetechnisch. Haben wir einfach alles, was wir brauchen. Aber, ihr seht da schon, denen ist das noch nicht genug. Die wollen hier noch wahrscheinlich den Magierturm haben. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht zulassen. Einen Punkt können wir meinetwegen abgeben. Ich glaube, den Drehneiturm werden wir auch gleich ziemlich schnell wieder auch gleich eingenommen bekommen. Spätestens, wenn auf der anderen Seite, der Seite der Horde, nichts mehr wirklich geht. Oh, geil, Blutelfenturm. Ja, gut. Vergiss, was ich gerade eben gesagt habe. Vergiss es einfach. Ist es für mich soweit in Ordnung, wenn wir irgendwo anders die Türme herholen als bei unseren Seiten? Ich kann damit leben. Das ist mir eigentlich recht egal, wo wir jetzt hier die Türme herholen. Hauptsache, wir kriegen die Türme. Mal gucken, wie sieht das da aus? Krieger, Heilerin, da kann man es eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Krieger und Türme, nicht wirklich unser Gebiet. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Vor allen Dingen, oh, die traut sich ja was. Die traut sich ja echt was, hier auf der anderen, einfach auf deren Hälfte hier so ein bisschen rumzugeiern. Krass. Die hat Eier in der Hose, die hat Eier in der Hose. Wir werden sie auf jeden Fall schnell eben mal ausschalten und uns mal die Flagge holen. Das wäre gelacht, wenn ich das nicht hinbekäme. Naja, sei denn, ich werde hier durchgestunt, dann wäre es nicht so witzig. Aber immunisieren wir uns mal. Immunisieren wir uns hier erstmal hier so. So. Noch ein Stun rein. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Danke für die Flagge. Nehme ich beherzt an mich. Und dann gehen wir mal und, ja, sichern mal die Flagge soweit ab. Der Hordler müsste es... Hat er es gecheckt? Nö. Nö. Der rennt einfach stumpf an mir vorbei. Gut, kann man machen. Ich freue mich einen Keks. Ne, danke, Junge. Ich trinke einen auf dich. Wir werden auf jeden Fall... Warte mal, wie sieht's da vorne aus? Ist es da einigermaßen sicher zum Abgeben? Ja, komm, drei Leute in der Mitte, niemand anderes dran. Komm, kann man abgeben. Kann man abgeben. Sollen ja auch mal die anderen Leute auch mal eine Chance bekommen, die Flagge zu nehmen und da noch ein bisschen Punkte für unser Team herauszuspielen. Das ist auf jeden Fall mehr als einfach. Mehr als einfach. Und gerade solche Spielweisen demonstrieren einfach, wie einfach man hier gewinnen kann. Wie einfach. Es ist wirklich... stumpf simpel. Man muss sich... Weil die Hordler sind meistens nicht so. Ich habe zwar gesehen, dass wir öfters mal gegen solche antreten mussten, die auch mal so von den Seiten pushen, aber die sind in erster Linie, wenn der Kampf losgeht, sind sie auch erst die ersten Leute, die hier gleich alle mit versammelter Mannschaft in die Mitte läuft und versucht, die Flagge als erstes zu holen. So wie es in der... sagen wir es mal so, in alten Zeiten üblich war. Deswegen, also das ist auf jeden Fall ziemlich easy fürs Erste. Das kann natürlich alles noch schnell in die Hose gehen. Sowas ist nicht meistens ohne Risiken verbunden. Aber wenn wir es immer so machen würden, die Allianz, würde die Allianz es wirklich jedes Mal so spielen, wie wir es jetzt tun, das wäre so einfach. Das wäre so pipi einfach. Ich bin meistens überrascht, wie oft wir das nicht so machen. Weil das wäre ein todsicherer Plan. Ja, komm, gegen zwei? Ja, guck mal, die fliehen. Geil. Ja, nehme ich mir die Flagge. Dann nehme ich mir den Punkt. Er flieht. Alles klar. Gebe ich so weiter. Drei Leute gegen zwei, die haben es gecheckt. Der Blutelfenturm ist wahrscheinlich wieder auf deren Seite. Dafür nehmen wir halt den Drehneiturm ein. Also immer schön drei Punkte auf unserer Seite belassen. Irgendwo verlieren wir was, irgendwo kriegen wir wieder was. Und ich sag's euch mal so, von den Punkten her, ja, wird das auf jeden Fall... bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt noch irgendwie drehen wollen würden, wenn sie es könnten. Ja, da schreibt schon jemand sehr gut. Danke für den Sieg. Geilste Gruppe ever. Ich kann es nur bestätigen. Wenn wir, wenn die Allianz mein Auge des Sturms wirklich jedes Mal so spielen würde, hätten wir genauso wie in Zwillingsgipfel und Kriegsschirmschluss so gut wie nie Probleme. Weil das einfach mit Abstand so die einfachste und effektivste Art und Weise ist, wie man hier am besten gewinnen könnte. Weil die Horde, ganz ehrlich, so oft wie wir gegen sie gespielt haben, ist in der Verteidigung meistens nur ein bis zwei. Wenn du damit drei Leuten reinpusht, das war schon meistens für die. Und bevor die Leute komplett gecheckt haben, was da so im Hintergrund abläuft, ist es schon meistens gelaufen. Mindestens einen Punkt haben die schon safe bis dahin verloren. Deswegen bin ich immer überrascht, warum die Allianz nicht öfters mal solche Spielzüge macht. Keine Ahnung. Ja, aber ich bin froh, dass wir diesmal Teil eines Ganzen sein durften und sowas miterleben durften. Und sowas freut einen als Allianzler immer sehr gerne, wenn man sieht, dass die Allianz auch mal was von strategischer Führung verstehen.
Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.